Fabian von CryptoSuckle hier. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute in den News: zwei chinesische Exchanges schließen. Die Panik schien gerechtfertigt zu sein. Die Kurse sind deutlich eingebrochen. Außerdem, damit wir nicht nur über China reden, die indische Zentralbank denkt über eine Kryptorupie nach. Ja, was ist los? Was ist passiert? Das Ganze fing schon am Dienstag mit einem Tweet von Charlie Lee, dem Gründer von Litecoin, an. Der sagte dann in einer Antwort darauf, dass das in China jetzt endgültig rum sei, dass er seine Reputation darauf verwettet, dass was passiert. Gleichzeitig gab Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, dieses Interview, dass Bitcoin ein Trug, Fraud sei. Daraufhin gaben dann die Kurse leicht nach. Sagen wir mal 5% waren es, glaube ich, bei Bitcoin. Das Ganze, ich persönlich, leider unterschätzt. Also hätte man Charlie Lee geglaubt, dann hätte man alle Positionen quasi in USDT, also in Tether, umwandeln sollen, um abzuwarten, was passiert. Sich quasi in den Dollar retten, wieder in Fiat. Naja, dann kam der Schocker-Tweet von BTCC, einem der drei großen chinesischen Exchanges, dass sie zum 30. September diesen Monats den Handel mit Kryptowährungen einstellen. Das hat dann zu diesem ersten Rieseneinbruch, je nach Währung, 15-20% geführt, und heute Morgen unserer Zeit kam dann der nächste Schocker nach, nämlich das ViaBTC. ViaBTC ist ein sehr großer Miner, aber nur ein sehr, sehr kleiner Exchange, aber auch ViaBTC wird eben den Betrieb einstellen. Daraufhin hat die Panik natürlich nochmal um sich gegriffen und es ging nochmal genau in der Größenordnung runter wie schon zuvor. Also wir hatten jetzt hier Ethereum wieder unter $200. Das heißt, aus Richtung Goldman Sachs in ihrer Prognose, die ist aber nicht ganz neu, aber die haben auch gesagt, naja, es kommt bestimmt ein Crash auf $2400 bei Bitcoin. Jetzt kann man sagen, woher wollen die das wissen? Ja, so Banken sind für Marktmanipulationen bekannt. Das haben wir in Rohstoffmärkten und Ähnlichem gesehen in der Vergangenheit an den Börsen. Und natürlich ist so ein unregulierter Markt wie Kryptowährung ideal für die. Das Problem ist, man kann als kleiner Trader mit denen nicht mithalten und dieser Markt macht. Also hier jetzt groß zu traden, unwahrscheinlich, wenn die Kurse manipuliert sind. Was ist denn ihr Ziel? Naja, sie wollen auch nur Coins billig kaufen. Das heißt, wenn man hält und jetzt nicht den billig die Coins verkauft, haben sie auch ein Interesse daran, dass die Preise wieder hochgehen. Die Idee ist also, im Moment ist ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt zum Verkaufen. Im Moment wirklich halten, wenn du ein paar ungenutzte Euros irgendwo auf dem Konto rumliegen hast, die du ja als Spielgeld benutzen kannst, dann, auch wenn das hier jetzt keine professionelle Anlageberatung ist, ja, das muss ich immer dazu sagen, sondern nur meine Meinung, also ich habe es jetzt auch gemacht heute, es ist ein guter Zeitpunkt nachzukaufen. Meiner Meinung nach, ja, wenn wie jetzt Ethereum deutlich unter 200 Euro ist, dann ist das zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen. Die China-Währung wird immer schwerer. Also sowas wie NIO ist technisch immer noch sehr, sehr gut. Und NIO könnte was sein, dass die Regierung in China zum National Champion aufbauen will. Also ich glaube nicht, dass man NIO tötet, denn das ist mit Abstand die stärkste und beste der Kryptowährungen aus China. Aber natürlich leidet NIO jetzt extrem. Also ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen? Ich glaube nicht. Also jetzt im September NIO kaufen, würde ich jetzt eher nicht mehr machen. Da ist man wahrscheinlich mit Ethereum oder so jetzt einfach sicherer dran. Oder auch Dash. Dash ist auch natürlich sehr gefallen und Dash halte ich jetzt auch für ein starkes Investment. Bitcoin, ja, also niemand wird wissen, wie das mit Secret2x im Hardfork ausgeht. Ich bin da eher bei Ethereum und Dash, aber das muss jeder für sich überlegen und auch abwägen, was da Vorteile und Risiken sind. Und da ich es einfach leid bin, die ganze Zeit über China zu reden, ja, im Prinzip könnte man hier jeden Tag ein Video machen zu China. Die Chinesen machen dies, die Chinesen machen das. Es geht da wahnsinnig rund, es gibt einen Haufen Gerüchte. Die wollt ihr alle gar nicht hören und wissen. Deswegen hier nur ganz kurz die Anmerkung, dass auch noch woanders was passiert, nämlich zum Beispiel in Indien. Auf einer Kryptokonferenz in Indien hat ein Vertreter der indischen Zentralbank erwähnt, dass die Zentralbank im Moment eine Working Group hat, eine Arbeitsgruppe, die, Achtung, Achtung, Fiat
Cryptocurrencies untersucht und somit auch eine Kryptorupie, wenn man so will, die aber nach wie vor natürlich eine Fiat-Währung ist. Das ist, und gleichzeitig hat er sich noch negativ über Bitcoin geäußert. Natürlich private Geldschöpfung, was unsere Kryptowährungen im Prinzip sind, das ist Zentralbanken ein Dorn im Auge. Das liegt einfach in ihrem ureigensten Interesse, denn wenn ihr dann nur Kryptowährungen benutzt, sind die Jungs alle ihren Job los. Das muss man ja mal so feststellen. Diese Art von Working Groups, die kennen wir eigentlich von allen großen Zentralbanken. Also wir wissen, dass offensichtlich, das hat jetzt jeder mitbekommen, die People's Bank of China sowas hat. Wir wissen auch, dass die Federal Reserve sowas hat. Die Europäische Zentralbank sowieso. Konnte ich auch schon mit einem Vertreter drüber reden. Die können sich das aber überhaupt nicht vorstellen. Also einen digitalen Euro im Moment. Wir wissen, in Japan, Südkorea wird dran gearbeitet. Also, und in Russland. Also es ist wirklich jetzt keine große Überraschung, dass auch in Indien was kommt. Allerdings hat von den großen Ländern, sage ich mal, noch keins so offen kommuniziert, dass das tatsächlich eine Alternative ist. Also wirklich auch die eigene Währung auf die Blockchain zu bringen, wenn man so will. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Keine Panikverkäufe, stark bleiben, Jungs und Mädels. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast, like das Video und teile es mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.